Ja, mein Name ist Michael Hesselbach. Ich bin Geschäftsführer der Lohnunternehmen Hesselbach und Heller. Wir sind hier am Hauptsitz, am Standort in Unsleben. Das ist in Mitte Deutschland. Hauptdienstleistungsschwerpunkt ist bei uns die Gülleausbringung, der Transport, also alles rund um die organische Düngung. Die letzten paar Jahre hat sich herausgestellt, dass die Amazone Catros unseren Herausforderungen am besten entspricht, weil es die stabilste Maschine auf dem Markt ist. Wir haben auch andere Fabrikate ausprobiert zum Aufbau des Unternehmens, weil man natürlich vorher nicht gewusst hat, was die richtige Technik ist. Und seitdem fahren wir nur noch Amazone Catros, haben aktuell 5 Maschinen im Einsatz. Der Leitholmer macht so zwischen 2.000 und 2.500 Hektar im Jahr, ne? Genau. Aber so roundabout kann man damit auch noch mehr machen. Ich kenne auch Betriebe, die fahren weit über 3.000 Hektar, 4.000, ist alles möglich, wenn man die Auslastung hat und die Kundenstruktur. Also an der Maschine soll es nicht scheitern. Ich bin Martin Albus, bin 25 Jahre alt. Wir arbeiten mit der Amazone Catros, 6 Meter, in der Dreipunkt gefahren. Und wir arbeiten damit die ausgebrachten Gärreste sofort ein, haben quasi einen Aufbau von Vogelsang drauf und arbeiten just in time quasi die Gülle oder die flüssigen Gärreste ein. Wir haben da viel probiert, auch mit anderen Herstellern, konnten auch hier und da Vorteile feststellen. Allerdings bei diesen, wie gesagt, wechselnden Bedingungen zwischen Sachsen-Anhalt und dem Thüringer Wald, da ist sehr viel unterschiedlicher Boden und Einsatzbedingungen und auch Kundenwünsche gefragt. Und um die breite Masse abzudecken, haben wir uns dann doch wieder für die Catros entschieden. Sie ist auf jeden Fall bedienerfreundlich. Wir können dadurch, dass wir eine sehr schwere Maschine vorne dran haben, am Gewände oder außenrum die Arbeitstiefe verändern. Das geht schnell, das geht von der Kabine aus und dadurch spart das Arbeitszeit und gibt auch ein gutes Arbeitsbild. Ansonsten sind die Scheiben sehr robust, wir können die sehr lange fahren. Die halten die komplette Frühjahrssaison durch. Wir haben dazwischen keine Standzeiten wegen Scheibenwechsel oder anderer Sachen, die einfach verschleißbedingt ausfallen. Die Arbeitsgeschwindigkeit hängt bei uns von der Gülleausbringmenge ab. Meistens so 18 km/h. Da ist das Arbeitsbild tipptopp. Wir haben kein Problem mit Springen oder Aufschieben davor. Also so kann man auf jeden Fall arbeiten. Die Dinge, die mich an der Maschine am meisten überzeugen, sind die leichte Handhabung und Einstellung. Jeder bei uns kann die ruckzuck einstellen und auf die neuen Bedingungen bei einem neuen Kunde vorbereiten. Die Robustheit der Maschine. Wir haben wenig Probleme mit Verschleiß oder Schaden an den Maschinen bei der normalen Arbeit. Die doch sehr solide Arbeitsqualität, die hohe Arbeitsqualität unter wechselnden Arbeitsbedingungen. Und wir können bei jeder Bodenart, bei jedem Kundenwunsch einfach immer reagieren, ohne viel einzustellen. Ich würde die Maschine auf jeden Fall an Berufskollegen weiterempfehlen, einfach weil ich bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe und auch bei der Kundschaft von uns immer wieder festgestellt habe, dass sie danach sehr begeistert sind von der Arbeit, die wir machen können, wir die Erwartungen übertreffen können und teilweise sogar schon Kundschaft davon überzeugt haben, die nächste Scheibenwege dann auch von Amazone zu wählen, einfach weil wir mit der Gülleausbringung da ein sehr gutes Bild abliefern.